Hallo ihr Lieben, ich nochmal mit einem Video. Ah, die Dinge kommen dann erst wieder hoch, wenn man halt in Gesprächen ist und sich in Gesprächen befindet. Und ich habe jetzt gerade gedacht, bei einem Emotional Leasing musste ich so erzählen von mir und meinem Weg, der auch nicht immer schön und immer rosig war. Also es gab Zeiten in meinem Leben, die gönne ich keinem und die wünsche ich keinem. Und Verluste in deinem Leben, die du auch ganz, ganz, ganz schwer wegsteckst und verpackst, die dir aber im Nachgang vielleicht zeigen, oh Gott, ich ja, muss da in meinem Leben ganz dringend was verändern. So ging es mir vor vielen, vielen Jahren. Ich hatte eine Hündin aus Spanien, aus Fuerteventura, die Duna, das war mein Seelenhund und alle, die sie kennen, wir haben uns gestern noch auf einer Familienfeier darüber unterhalten. Das war so ein unsagbar toller Hund. Das war wirklich eine Seele von, die war wie mein Schatten, die war immer bei mir, die war immer da. Das war halt mein Mädchen. Ich habe die damals aus, die war schon in Deutschland in der Vermittlungsstelle und da habe ich sie übernommen. Und Dobermann-Badino-Mix. Und damals mein Ex-Mann gesagt hat, du verarschst mich jetzt gerade, weil ich wollte immer gerne einen Dobermann haben, aber das Thema Dobermann war hier nicht erwünscht. Und da habe ich dann halt einen Badino-Dobermann-Mix gekauft. Ist überhaupt nicht aufgefallen, dass da eigentlich sehr, sehr viel Dobermann drin war. Und die war einfach zuckersüß. Die war schon damals ein halbes Jahr alt. So ein Hansdampf in allen Gassen. Und die war unsagbar schlimm. Also in der Erziehung, das war die reinste Katastrophe. Aber je älter sie wurde, ja, es war schon ein richtig, richtig toller Hund. Das kann man nicht anders sagen. Wenn ich heute über sie erzähle, geht mir das noch unsagbar nah. Das ist schon 2011 musste ich sie gehen lassen, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Aber du hast so einige Tiere in deinem Leben, die haben einen, ach, alle sind toll und alle haben was ganz Besonderes. Aber es gibt immer noch mal einen, der das Ganze toppt, so wie die Duna. Und Duna ist in einer Zeit sehr krank geworden, wo es bei mir beruflich hoch und runter ging und drüber. Und ich war ja damals im Vertrieb und wir hatten internationale Süßwarenmesse. Das heißt, ich musste die ganze Messe vorbereiten, ich musste zur Messe fahren, dann der Hund krank, dann das Pferd krank. Ich weiß, Gizmo hatte damals die Kolik, den musste ich damals nach Telgte nachts in die Klinik bringen. Der stand 11 Tage auf Intensivstation, der ist dann zweimal an der Kolik operiert worden. Und der Hund war so ein bisschen, der hat immer so gekrächzt, okay. Aber ich habe es auch nicht so wahrgenommen. Das heißt, ich habe schon irgendwie wahrgenommen, aber die Zeit war halt nicht irgendwie, keine Ahnung. Ich war dann bei zig Tierärzten und keiner konnte mir wirklich was dazu sagen. Und auch keiner hat mir wirklich helfen können. Und dann war ich damals bei meiner lieben Freundin in der Tierarztpraxis in Grevenbruch. Das werde ich nie vergessen. Es war ein Freitagnachmittag. Und dann haben wir sie geröntgt. Und der Chef hat mir damals gesagt, die Lunge ist voller Krebs. Also da war wirklich nur noch so ein Stückchen ohne Krebs. Und es gab gar keine Frage, ob sie weiterleben sollte, kann, könnte, konnte, wie auch immer. Sondern wir müssten, oder ich sollte mir überlegen, sie zu erlösen. Das habe ich an dem Freitag aber nicht geschafft, weil ich musste ja auch noch den ganzen Weg nach Hause fahren. Und dann hatte ich sie halt vorne im Fußraum sitzen und dann sind wir nach Hause gefahren. Und ich glaube, das Schlimmste war für mich auch nochmal damals zu erkennen, wann ist der richtige Zeitpunkt, dass ich nicht so egoistisch bin und sie gehen lasse. Und das war, also ich glaube, jeder Hundebesitzer oder jeder Tierbesitzer weiß einfach, wie emotional schlimm das ist, wenn du in dieser Situation steckst. Dein Hund todkrank, es gibt keinen Weg mehr raus und dann hatten sie sie so stabilisiert und dann bin ich sonntags morgens um 4:15 oder um 5 bin ich runter, wir hatten immer im Flur geschlafen und dann habe ich sie angeguckt und ich wusste, heute ist der Tag, wo ich dich gehen lassen muss. Und dann bin ich, ich komme gleich dazu, warum ich euch die Geschichte erzähle, aber ich musste es einfach jetzt mal loswerden und dann bin ich hoch zu meinem damaligen Mann, zu dem Michael. Dann habe ich gesagt, Michael, wir müssen sie gehen lassen. Heute ist der Tag, wo ich sie gehen lassen muss. Und dann habe ich beim Tierarzt angerufen. Wir hatten dann einen Notfalltermin nachmittags um 16 Uhr in der Hundepraxis. Und dann hat die nochmal total aufgedreht an dem Tag. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne? Du hast, kannst du gar nicht machen. Aber es gab ja auch keine Alternative. Es gab halt keine Lösung. Ich musste sie halt einschläfern lassen. Und ich wollte ihr das auch ersparen, dass sie letztendlich erstickt und dass sie immer noch in
einigermaßen oder dass sie einigermaßen würdevoll halt ja, aus dem Leben treten kann. Das haben wir auch getan. Ich bin dann nach Hause und ich habe irgendwie, ich habe immer gesagt, ich habe meinen Hund umgebracht, ich habe meinen Hund umgebracht. Und für mich war das so, ich habe das überhaupt nicht, ich konnte das nicht verstehen, dass dieser Hund mit 7 Jahren von mir gehen musste. Und ich habe dann irgendwann bei einem Heilpraktiker gesessen. Also ich habe da ganz, ganz lange für gebraucht, um das emotional zu verkraften. Das war doch mein Mädchen. Ne? Und habe dann halt irgendwann beim Heilpraktiker gesessen. Also es war im Februar. Und im April hatte ich Urlaub und mir ging es einfach immer noch total schlecht. Und dann habe ich bei dem Heilpraktiker gesessen im Wartezimmer und ich habe auf so ein Bild geguckt und dann schoss mir das so in die Augen oder beziehungsweise in den Verstand und mir war es auf einmal klar und total bewusst, die hat dein Leben für dich gegeben, damit du Dinge erkennst und Dinge in deinem Leben veränderst. Trauer, Traurigkeit sitzt im Bereich der Lunge. Und ich habe all die Jahre oder viele Jahre meines Lebens eine ganz, ganz, ganz tiefe Traurigkeit in mir getragen. Ich habe das vorhin noch erzählt, ich habe meinen Opa sehr früh verloren, da war ich 7 Jahre alt und das war für mich auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Mensch im Leben. Und ich hatte immer das Gefühl, ich weiß nicht, ob die jüngere Generation kennt den Film vielleicht nicht, aber und jetzt komme ich gerade auch nicht drauf, das ist ja toll. Tim Thaler hat sein Lachen dem Teufel verkauft. Ich habe mir gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe meine Lebensfreude, mein Spaß wird total gedeckelt von der tiefen Trauer und Traurigkeit, die ich in mir trage. Und die Duna hat dafür aufgezeigt. Die Duna hat dafür aufgezeigt und hat mir einfach gezeigt, ich muss Wege gehen und Dinge in meinem Leben verändern und ich muss gucken, wie komme ich jetzt an das Thema Trauer, Traurigkeit dran? Und wie kann ich das auflösen? Und ich bin diesem Hund unsagbar dankbar, obwohl ich ja auch der festen Überzeugung bin, Tiere inkarnieren, genauso wie wir Menschen inkarnieren. Und der Louis trägt das Halsband von der Duna und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass der wieder, beziehungsweise sie wiedergekommen ist, nur in einer anderen Form, in Form von Louis. Und so ist sie halt einfach bei mir. Und ich bin diesem Hund unsagbar dankbar dafür, dass sie mir damals aufgezeigt hat, dass etwas in meinem Leben nicht rund läuft und nicht so läuft, wie es laufen sollte. Und ich habe gelernt und ich habe geguckt und ich bin viele Wege gegangen, um halt dahin zu kommen, wo ich heute bin. Und ich habe viele Ausbildungswege oder bin viele Ausbildungswege gegangen, um an dieser Unterbewusstseinsgeschichte zu arbeiten, dahin zu kommen in den Bereich Emotionen. Das ist der Chase, der Verrückte. In den Bereich Emotionen, Unterbewusstsein, negative Emotionen. Wie komme ich da dran und wie kann ich das auflösen? Weil diese negativen Emotionen dich einfach daran hindern, dein wahres Sein zu leben, weil eigentlich bin ich gar nicht so. Ich bin total der freudige Mensch. Ich könnte immer Alfred Jodokus Quark singen. Warum mich so fröhlich war ich nie. Meine Schwester und ich, wir lachen uns immer kaputt darüber. Ich muss das mal gerade hier an dieser Stelle loswerden, weil eigentlich bin ich so. Ich lache unsagbar gerne. Ich habe unsagbar gerne viel Spaß im Leben und ne, ich gönne mir ja nun auch mal den Spaß meines Lebens, indem ich einfach das tue, wo ich Lust drauf habe. Und das macht mich halt unsagbar glücklich. Und ja, sie hat damals mir den Weg geebnet, dahin zu gucken und eine wunderbare Therapieform zu lernen und sie auszureifen, sodass ich heute in der Lage bin, diese Emotionen zu erkennen und auf- und abzulösen. Nicht nur bei mir, sondern bei meinen Klienten, Klientinnen, bei den Tieren, bei meinen Tieren, bei meiner Familie, bei meinem Kind, dass man halt einfach nicht das ganze Leben durch die Gegend läuft und das Gefühl hat, ich habe mein Lachen dem Teufel verkauft. Darf man das hier sagen? Ich weiß nicht, ist ja mein Kanal, ist aber egal. Ja, so viel dazu, das wollte ich euch hier einfach nochmal mitteilen. Das Emotional Leasing ist einfach eine unsagbar tolle Behandlungsmethode, Variante, um energetisch zu arbeiten am Unterbewusstsein, um hinzugucken, um aufzulösen, aufzuzeigen und neue Energie in den Organismus reinzubringen, damit die Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Ja, und da man einfach
Oder dass man dann dadurch nach einer gewissen Zeit einfach die Lebensfreude zurückbekommt. Ja, so muss das nämlich sein. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit. Mal eben zwischendurch noch ganz schnell ein Video von mir, aber das war mir jetzt ein Anliegen, euch das nochmal mitzuteilen. Habt eine wunderschöne Zeit, habe ich gerade schon gesagt, ich wiederhole mich hier gerade. Ach, bis ganz bald, die Sandra.